A2.3. Geben Sie den Wert für x an, für den man das gleichschenklige Trapez AB2C2D2 erhält. Gleichschenklige Trapeze heißt, die Strecken AD1 und C1B1 müssen gleich lang sein und daraus folgt natürlich, dass die Strecke AL genauso lang sein muss wie die Strecke, ich nehme jetzt hier einen weiteren Punkt, von M nach B1. Also gleichschenklich sind sie dann, wenn AL genauso lang ist wie MB1. So, AL wissen wir ja schon, das sind 3 cm. Und jetzt ist die Frage, wie lang ist die Strecke MB bzw. MB1? Also wir kennen die komplette Strecke AB mit 9 cm. Wir wissen, die Strecke CD ist immer 4,5 cm. Also bleibt für die Strecke MB eigentlich nur noch die Differenz von 9 und 3 plus 4,5 übrig. Das heißt, die Strecke MB lässt sich berechnen aus 9 minus 3 minus 4,5 und das sind 1,5 cm. So, jetzt wissen wir aus der vorherigen Aufgabe ja, die Strecke, also der Punkt B wird um x cm nach rechts verschoben, also haben wir hier die Größe x drin. Also ist die Strecke MB1 im Prinzip hier 1,5 cm, die ich hier ausgerechnet habe, plus x. So, das müssen wir jetzt noch zusammensetzen. AL sind 3 cm und das muss genau gleich sein wie 1,5 plus x. Und ja, das kann man jetzt im Kopf ausrechnen. Taschenrechner braucht man jetzt hier hoffentlich nicht unbedingt. Ich ziehe 1,5 ab und dann folgt daraus, 1,5 ist gleich x. Und ja, das ist schon die Lösung. Also x muss 1,5 sein, dann ist dieses Trapez gleichschenklich.